Löwe in der Kneipe. Wir sind nicht auf Rosen gebettet wie Niederfauwell. Wer soll's machen? Ja, du musst das machen. Ich sage, ja, das habt ihr mir eine schöne Aufgabe gestellt. Als Manager lasse ich auf Platz 1 den Trainer und mache es selber. Also manchmal war die DFB-Verhandlung, als zum Lizenzen so ging, schwieriger. Da hätte ich mir lieber den Zahn bohren lassen. Ja, ich glaube ein bisschen an den Fußballgott, weil den Fußball muss man ehrlich angehen. Lothar Ganz, Mr. VfL bei uns, zum Lila oder Weiß. Lothar, wir haben ganz kurz drüber gesprochen, was dich erwartet. Du weißt, wie die Spielregeln sind. Musst dich immer zwischen einer der beiden Antwortmöglichkeiten entscheiden. Es gibt einen Joker, wenn du dich mal gar nicht entscheiden kannst. Aber ansonsten ist das eine klare Angelegenheit, oder? Denke ich. Denke ich. Gut, dann starten wir direkt rein mit der ersten Frage. Und die lautet wie immer, Lila oder Weiß? Lila. VfB Schinkel oder TuS Haste 01? VfB Schinkel. VfB Schinkel oder SV Meppen? VfB Schinkel. VfB Schinkel oder SV Holdorf? VfB Schinkel. VfB Schinkel oder VfL Osnabrück? VfL Osnabrück. Ja, das habe ich mir doch gedacht. Mittelfeld oder Verteidigung? Mittelfeld. Trainer oder Spieler sein? Spieler sein. Geschäftsführer oder Sportdirektor? Sportdirektor. Na, du warst ja auch wie hier alles hier. 60er oder 70er Jahre? 70er. 70er oder die wilden 90er? 70er. Absteiger und Aufsteiger oder Relegation? Joker. Dann bist du Joker, ehrlich jetzt. Dann bin ich ja gespannt, ob du dann bei allen anderen Antwortmöglichkeiten noch wirklich reingehen willst. Okay, aber dann nehmen wir bei Absteiger und Aufsteiger oder Relegation den Joker. Stollen oder Noppen? Stollen. Sportschau oder Tagesschau? Sportschau. Vorlage oder Tor? Tor. Startelf oder hohe Spielzeit? Startelf. Was war eigentlich größer für dich? Der Spielervertrag 1975 oder der Vertrag zum Sportdirektor 1998? 75. Der Spielervertrag. Spielervertrag. Ja, da ging es los beim VfL. Wenn wir den nicht gehabt hätten, dann hätten wir dich, oder nicht? Also von daher nehme ich auch 1975. Ich würde mich für entscheiden, ja. Mr. VfL oder der ewige Lothar? Der ewige Lothar. Ballbesitz oder Konter? Ballbesitz. Pro 15:30 oder den Spieltag übers ganze Wochenende? Spieltag über ganze Wochenende. Damit du auch immer deine Dosis Fußball kriegst, ne? So sieht's aus. Ja, ja, ist klar. Derby gegen Meppen oder Derby gegen diese Stadt da 50 Kilometer weiter? Du weißt schon. Also ich würde dann lieber die Stadt ohne Namen nennen. Ah, okay, gut, dann nehmen wir die. 1:0 oder 4:2? 1:0. Ehrlich? Ja, weil ich ja auch viel in der Abwehr gespielt habe. Also ist immer die Null immer mit entscheidend gewesen. Und unser heutiger Kapitän würde sagen, wenn die Null steht, dann haben wir meistens auch 3 Punkte. Das nehmen wir dann ganz gerne. So sieht's aus. 3 Tore schießen, aber das Spiel verlieren oder kein Tor schießen, aber dafür gewinnen? Kein Tor schießen und gewinnen. Nichts bringt uns weiter als 3 Punkte. Auch da bin ich wieder beim heutigen Kapitän. Puma auf dem Rasen oder Löwe in der Kneipe? Löwe in der Kneipe. Das musst du kurz, diese Geschichte, ja, die musst du bitte kurz erzählen. Ja, weil wir schöne Erinnerungen haben. Der Puma auf dem Rasen war ja, als wir den neuen Vertrag kriegten mit Puma, da wurde ja der damalige Präsident Piepenbruck, wurde mit einem Puma, ging der auf den Platz. Und ich war Mannschaftskapitän, stand daneben. Und der Puma, der hatte noch nicht mal einen Mundschutz oder einen Maulkorb. Da ging mir schon ein bisschen die Düse, muss ich ehrlich sagen. Und der Löwe im Garten, das war unser Vereinslokal früher, wo wir vor dem Spiel und nach dem Spiel gegessen haben, wenn wir Heimspiele hatten. Und das war immer für mich so ein
so ein Symbol rauszugehen, ob es dem Löwen noch gut geht. Und dann haben wir gesagt, so dem Löwen geht's gut und wir ziehen gleich die nächsten Punkte ein. Man muss sich das einfach vorstellen, an der Tannenburgstraße, Gastwirtschaft, ernsthaft einen Löwen im Garten gehabt. Ja, man kann sich das heute nicht mehr vorstellen. Kann man sich gar nicht vorstellen, zumal dieser Löwe, da war einfach nur so ein Bauzaun als Abdeckung. Also das waren sicherlich so, habe ich immer gesagt, so Lücken, wo also die Kinder eigentlich auch durchgreifen konnten. Ne? Also da war das heute unvorstellbar. Ne? Und und da liefen alle rum. Da war der Löwe drin, da war der Puma im anderen Käfig und draußen liefen noch ein V und so rum. Nicht zu fassen. Gut, aber wir entscheiden uns auf jeden Fall für den Puma auf dem Rasen, ja? Oder den Löwen in der Kneipe? Nee, Löwen in der Kneipe. Löwen in der Kneipe. Ja, genau. Gut, okay, dann nehmen wir den. Rolf Meier oder Detlef Hegekötter? Du hast der Joker schon verbraten, Lothar. Ja, ist schwierig, weil sind beide meine Freunde. Und ich nehme mal Detlef Hegekötter, weil ich den schon seit meinem 7., 8. Lebensjahr kenne. Dann nehmen wir Detlef Hegekötter. Okay. Gerd Volker Schock oder Herbert Mühlenberg? Gerd Volker Schock. Weil? Ja, weil er damals die Wende mit eingeleitet hat und er eine Symbolfigur auch war. Ich mit ihm auch lange Zeit zusammengespielt habe und auch früher ein engeres Verhältnis zu ihm hatte. Also Gerd Volker Schock. Der Schocker. Ruhe in der Kabine oder Spieleraufstand? Ah, Ruhe in der Kabine. Ja, wir erinnern uns ganz kurz, das wollen wir ganz kurz nochmal für die Jüngeren ja einmal kurz auspacken. Aufstiegsmannschaft, das war in den 2000ern oder zu den 2000ern. Und Wolfgang Sittger war Trainer, die Mannschaft stand auf Platz 1 und plötzlich stand eine Abordnung rund um Christian Klaassen bei dir im Büro und sagte, Lothar, mit dem Trainer geht's nicht weiter. Genau so war's. Unter anderem Christian Klaassen, Daniel Thun, Uwe Brunn. Also alles die Enox, alles die Führungsspieler und ich sage ja, wie stellt ihr euch das vor? Aber es ging halt nicht mit dem Trainer weiter, aus gewissen Gründen, die ich hier auch nicht nennen möchte. Und ich sage, aber wir sind nicht auf Rosen gebettet, wie nie der VfL, wer soll es machen? Ja, du musst das machen. Ich sage, ja, das habt ihr mir eine schöne Aufgabe gestellt. Als Manager lasse ich auf Platz 1 den Trainer. Und mache es selber. Ich sage, wenn das nicht klappt, kann ich mich aus Osnabrück verabschieden. Aber wir sind das Risiko eingegangen. Wir mussten das für den VfL tun, also nicht für uns persönlich. Und da gibt es dann auch mal einen Fußballherrgott, der sagt, okay, ihr habt das Richtige gemacht. Deswegen haben wir dann auch im entscheidenden Spiel das Elfmeterschießen gewonnen. So ist es. Also und sind aufgestiegen in die zweite Liga, genau. Ganz genau. Es war ja gegen Union, ne, die Geschichte. Gegen Union Berlin, ja. Elfmeterschießen und Uwe Brunn schießt den entscheidenden Elfmeter selbst rein. Einfach eine unglaubliche Geschichte, aber auch ziemlich genauso unglaublich, Lothar, wie wenn wir uns nochmal überlegen, Spieler gewesen, den Verein gerettet, Manager gewesen, Sportdirektor, Trainer, also Marketing, was du hier nicht gemacht hast so ungefähr, das gibt es quasi nicht. Ja, Platzwart. Aber habe ich auch mal probiert, habe ich mich auf den Meer gesetzt, um zu sehen, wie das läuft. Ich wollte gerade sagen, also ausprobiert hast du das auf jeden Fall auch. Ja. Was ist eigentlich einfacher, Zirkusdompteur oder VfL-Trainer? Oh, ich kenne mich als Zirkusdompteur nicht aus, aber VfL-Trainer ist eigentlich was Schönes. Und ich denke mal, ich würde sagen VfL-Trainer. Gut. Und was ist angenehmer, die Verhandlung beim DFB oder der Zahnarzttermin? Also manchmal war die DFB-Verhandlung als zum Lizenzen so ging schwieriger, da hätte ich mir lieber den Zahn bohren lassen. Aber ja, unangenehm ist immer ein Zahnarzt. Ne? Okay, nehmen wir doch den Zahnarzttermin, alles klar. Glaube an den Fußballgott oder stets sachlich? Ja, ich glaube ein bisschen an den Fußballgott, weil den Fußball muss man ehrlich angehen und man muss also dort das auch manchmal ja respektieren, welche Umstände da sind. Und wenn man das alles ehrlich dem Fußball annimmt, dann glaube ich immer daran, dass da oben einer ist, der sagt, in entscheidenden Situationen, sprich Elfmeterschießen oder nachher noch einen Punkt zu machen, dass er einem dann auch hilft. Also, du sprichst ja wirklich aus berufenem Munde, dann glauben wir an dieser Stelle jetzt an den Fußballgott. Punkt. Ganz oder Ganter?
Ja, Gantor war früher Kosename, Spitzname, also Gantor. Gut. Stehplatz oder Sitzplatz? Ja, ich bin als Siebenjähriger hier schon auf dem Stehplatz gewesen. Also ich sehe keinen Unterschied. Ich könnte genauso gut auf dem Stehplatz. Solange mein Rücken das aushält, ist natürlich, würde ich auch gerne auf dem Stehplatz stehen. Hauptsächlich sehe das Spiel. Aber jetzt ist es in meinem Alter schon angenehmer zu sitzen. Also Sitzplatz. Sitzplatz, jetzt. Nordtribüne oder Südtribüne? Ja, ich bin aufgewachsen auf der Nordtribüne und habe da als Kind jahrelang gestanden. Deswegen tendiere ich immer zu der Nordtribüne, weil das für mich einfach Erinnerungen sind von früher. Okay. Zur Bratwurst im Stadion. Senf oder Ketchup? Senf. Andreas Rettig oder Heribert Bruchhagen? Ja, sind unterschiedliche Typen. Ich habe beide als Geschäftsführer kennengelernt und beide auch als Manager. So, habe aber zu Harry Bruchhagen auch ein sehr gutes Verhältnis und habe früher in der zweiten Liga gegen ihn gespielt und er hatte nie eine Chance. Also nehme ich mal Harry Bruchhagen. Okay. Flutlicht oder Sonnenschein? Flutlicht. Knackiges Sommerspiel oder regnerisches Novemberspiel? Regnerisches Novemberspiel. Also das ist doch einfach unser Wetter hier in der Ruhr. Ja, sicher. So, schön okay. Nass. Wollte gerade sagen, das hätte ich mir fast selber eingeloggt sozusagen. Okay, was hast du eigentlich lieber? Den großen Bahnhof oder das kleine Besteck? Ah, kleine Besteck. Auch das wusste ich. Boris Pistorius oder Harald Pistorius? Ja, also Harald Pistorius, weil ich also jahrelang als Spieler ihn schon kannte, wo er Journalist war und er auch den VfL immer gut begleitet hat. Obwohl Boris auch viel für uns getan hat, aber ich sage jetzt mal Harald. Ich wollte gerade sagen, schöne Grüße trotzdem in den Bendler-Block an den aktuellen Bundesverteidigungsminister. Ja, super. Wir freuen uns trotzdem über jeden Besuch, den der Boris hier auf der Nordtribüne hat. Freue ich mich auch. Letztes Mal saß er kurz neben mir in der Situation fiel gleich das 1:0 für uns. Also Boris ist immer gerne gesehen. Okay. Aufstieg 99-2000 oder 2002-2003? Ja, Aufstieg 99-2000 nicht, weil ich da Trainer war, sondern wenn wir das nicht geschafft hätten, hätte man den VfL zumachen können, aus wirtschaftlichen Gründen. So, deswegen war der Aufstieg sehr wichtig, aber ich habe mich genauso gefreut beim anderen Aufstieg, das war der 2002-2003 mit Gilsdorf. Und also da würde ich jetzt sagen, weil ich will mich nicht vorausstellen, nehme ich mal 2002-2003. 2002-2003 oder 2006-2007? 2006-2007 war sehr dramatisch. Ne, hier und also die Aufstiege sind alle schön. Ne? Nehme ich jetzt auch mal, gehe ich mal weiter 2006-2007. Einen habe ich noch. 2006-2007 oder 2009-2010? Auch schön. In Burghausen waren wir, wie viel Fans da mit waren. Und wir hatten dann eine super Rückfahrt, einen super Rückflug. Also nehme ich den dann auch noch als nächstes. Gut, okay. Dann haben wir immer den nächsten genommen. Den allerletzten habe ich hier nicht stehen, aber über den wollen wir trotzdem kurz reden. Aufstieg 18-19. Du hast ihn ja nicht mehr in Verantwortung erlebt, denn Sportdirektor war schon Benjamin Schmedes. Aber welche Erinnerungen hast du an den Aufstieg? Ja, sehr, sehr schön. In dem Jahr war ich auch, hatte ich nochmal einen Krankenhausaufenthalt. Deswegen habe ich das auch noch in Erinnerung und hatte immer Kontakt mit Daniel. Und mit unserem damaligen Co-Trainer war dann oft hier vorm Training und dann haben wir uns ausgetauscht. Also es war schon, auch wenn man nicht mehr im operativen Geschäft war, so habe ich mich genauso gefreut wie die anderen Aufstiege, wo man selbst dabei war. Aber man ist einfach VfLer und da gibt es keinen Unterschied. Ne? Ich freue mich, wenn wir dieses Jahr noch aufsteigen, freue ich mich genauso wie die Aufstiege, wo ich selbst aktiv und im operativen Geschäft war. Wir wollen alles dafür tun und kreuzen die Finger. Vielleicht hat der Fußballgott ja noch für dieses Jahr ein Einsehen. Schauen wir mal. Pele Wollitz oder Carsten Baumann? Auch zwei unterschiedliche Typen. Carsten Baumann war sehr strukturiert und Pele war emotional und hat in einer schwierigen Zeit mit seiner Emotion auch dem VfL geholfen und war längere Zeit da. Also nehme ich mal Pele Wollitz. Pele Wollitz oder Daniel Thun? Ja, Daniel Thun ist, ich habe ihn ja damals als Spieler geholt und seinen Werdegang immer verfolgt und wie er sich gemacht hat und den Fußball auch liebt und Osnabrück auch liebt, natürlich Daniel Thun.
Und einen habe ich noch. Daniel Thun oder Tobias Schweinsteiger? Ja, das ist jetzt, ich sehe die beiden identisch, weil ich finde Tobi so gut, weil er sich in unsere Situation, den VfL, sofort reingefunden hat. Ja, er hat die Trainingsbedingungen angenommen. Er hat eine Ansprache zu der Mannschaft. Und also da will ich auch keinen. Schade, dass ich meinen Joker nicht hatte, aber ja. Die Trainer, die beiden sind gleich, finde ich so, was sie also dort für die Mannschaft machen und wie sie die Kabine erkennen dort. Also da seht es mir nach, wenn mein Freund Daniel natürlich nicht wehtun und Tobi auch nicht. Nehmen wir mal einen Ersatzjoker. Ich finde sie beide super. Dir räume ich sogar einen zweiten Joker ein an dieser Stelle. Gut, aber dann sind wir jetzt auch durch mit den Joker, ne? Ja. So, ein paar habe ich nämlich noch. Tommy Reichenberger oder Jacek Janiak? Ja, Tommy Reichenberger ist ein Schlitzohr, ne, mit seinem kindlichen Aussehen. Ne, da musste der Schiedsrichter immer einen Elfmeter pfeifen. Ne? Also der brauchte nur im Strafraum sein. Und Jacek war genauso gut und wichtig in der Zeit, wo wir aufgestiegen sind. Aber sie sind verschiedene Typen. Aber der Tommy ist schon ein Schlitzohr auch im 16er gewesen. Loggen wir Tommy Reichenberger ein. Ja. Marcos Alvarez oder Marc Haider? Ja, den Marc kenne ich natürlich schon von der Jugend her auch und ist ein alter VfLer, also nehme ich Marc Haider. Uwe Brunn oder Tino Berbig? Ja, Uwe Brunn. Uwe Brunn oder Marius Gersbeck? Ja, sind auch verschiedene Sachen. Ne? Also Marius habe ich damals von Hertha geholt, ne? Auch ein super Typ, ne? Und passte ja auch zum VfL, aber durch die langjährige Zeit beim VfL will ich jetzt mal Uwe Brunn. Gut, dann bin ich gespannt, wie es weitergeht. Uwe Brunn oder Marvin Schwäbe? Ja, von der Qualität her war Marvin super. Also ich sage jetzt mal von der Qualität her Marvin Schwäbe. Marvin Schwäbe oder Nils Körber? Würde ich auch noch auf Marvin Schwäbe setzen. Und Marvin Schwäbe oder Pippo Kühn? Ja, ich finde Pippo, wenn ich das Alte auch noch dazu sehe und die Vergangenheit, Marvin ist ja aufgebaut worden in der U20-Nationalelf, hatte eine ganz andere Voraussetzung wie Pippo, ne? Und Pippo macht es sehr gut, will ich jetzt mal als VfLer noch mal einen Pippo nehmen. Okay, Sebastian Klaas oder Felix Agu? Ja, sind beide bei uns aus der Jugend, verschiedene Positionen. Aber Sese hatte eine Spielart, die man nicht lernen kann. Er konnte den Verdecken, den Lookpass konnte er spielen und konnte Spiele entscheiden. Und Felix war agil und mit seinem, ich sage immer bei Felix, war ja nicht der Stabilste aus der Jugend, aber hatte sehr viel Mut, ging in jeden Kopfball rein. Aber ich würde jetzt mal Sese nehmen. Björn Lindemann oder Tobias Nickenich? Ja. Die beiden also, Partytiere. Die beiden Partytiere, ja, genau. Aber ich mag sie trotzdem gerne, weil sie eine ehrliche Haut waren. Zwar immer ausgedreift, die beiden, aber jetzt nehme ich mal Björn Lindemann, weil er noch als Verantwortlicher in der Regionalliga trainiert, in Jeddelo. Und ich habe ihn letztens gesagt, Linde, ich wünsche dir in deiner Mannschaft ein Spieler, so wie du warst früher, damit du mal richtig was zu tun hast. Also nehme ich mal Björn. Linde, schöne Grüße nach Jeddelo an dieser Stelle. Ja. So, und noch zwei Positionen und zwei Paarungen. Timo Beermann oder Alex Ukro? Auch unterschiedliche Spieler. Alex war ein kompletter Fußballer. Alex konnte vorne Mittelstürmer, konnte defensiv spielen. Also aus der alten Ex-DDR-Schule, kommt ja von Frankfurt-Oder und war ein kompletter Fußballer. Nicht? Aber Timo kommt hier aus der Jugend, den wir damals hochgezogen haben. Also als Fußballer, sage ich jetzt mal, ist sicherlich der Uko kompletter gewesen. Aber als Typ her, auf dem Feld, als Führungsspieler, nehme ich mal Timo hoch. Simon Zoller oder Erik Engelhardt? Ja, auch verschiedene Positionen. Ja, klar. Simon war... Ich will es dir doch auch nicht zu leicht machen. Nein, Simon war sehr sensibel. Also wenn du Simon nicht richtig angepackt hast, dann ist er mit dem Ball bis zur Eckfahne gelaufen und nicht aufs Tor. Ja,
Und er brauchte den richtigen Trainer, dann hatte er hohe Qualitäten. So, und bei Engelhardt sehe ich, also da möchte ich als Abwehrspieler nicht unbedingt gegen spielen. Ja, man darf das ja so sagen. Er ist einfach in der Box und im Spiel ist er schon eine kleine, darf in Anführungsstrichen im Spiel darf mal Drecksau. Ja, ne? Ja. So, und das brauchst du auch vorne. Ne? Und das sind dann die sogenannten Unterschiedsspieler. Und weil er jetzt noch bei uns spielt, will ich ihn jetzt mal nehmen. Na, danke schön. Mit Libero oder ohne? Ohne, aber die Zeit hatte sich so entwickelt. Früher gab es nur ein Libero, ja, und dann fing das ja an, dass nachher die Viererkette und so kam. Aber um das Spiel besser zu gestalten, ist es dann besser ohne Libero. Falsche 9 oder richtige 9? Ja, sind auch zwei wichtige Positionen. Eine richtige 9 brauchst du auf jeden Fall zu Hause. Sprechen wir jetzt auch vom Unterschiedsspieler, so wie Engelhardt, ne? Die brauchst du zu Hause. Eine abgekippte 9 haben wir damals mit einem so mit Adi Menger auch gut gespielt, der dann aus der Position auch torgefährlich wurde. Aber ich würde jetzt mal sagen, die 9, ja. Taktikgeplänkel oder Fußball total? Ja, Fußball total. Taktik gehört dazu, aber das kann man in der Woche alles regeln. So, und dann, wenn man dann rauskommt hier ins Stadion und sieht diese Fans, was jetzt hier los ist, da musst du Fußball total. Ja, da musst du brennen und da geht mir dann auch nicht mehr in den Kopf, was der Trainer jetzt unbedingt gesagt hat. Da sehe ich meinen Gegenspieler und den muss ich bekämpfen und will das Spiel gewinnen. Also Fußball total. Geschäftsstelle auf der Süd oder Geschäftsstelle im Sonnenstudio? Ah, das sind alte Geschichten. Ja. Sag ich mal, Geschäftsstelle im Sonnenstudio. Man kann sich nicht vorstellen. Hier hinter der Nord ist ja dieses bekannte Sonnenstudio. Ist schon ein paar Jahre her, aber da war die Geschäftsstelle. Ja, ich bin 96 hingekommen und hab da gesessen, alleine im Büro mit einer Sekretärin. Hab dann nochmal Trainer gemacht zwischendurch, dann aus dem Büro raus, im Training, wieder rein. Ja, war eine andere Zeit, aber war auch schön. Könnten wir ewig drüber reden. Illershöhe oder Schinkelberg? Ja, Schinkelberg finde ich jetzt super, der Platz. Und für einen Fußballer natürlich jetzt der super Rasenplatz. Ne? Dann freut man sich doch, wenn man auf den Trainingsplatz geht. Die Illershöhe, die haben viel davon gemacht. Die Platzwarte haben sich viel bemüht. Aber hier ist jetzt ein toller Rasenplatz. Also Weberstraße geht nach vorne. Punkt. Alte Spielerkabine oder neue? Ja, alte Spielerkabine habe ich super Erinnerungen. Hinten im Westen, ja. Hinten im Westen, ja. Und da gehe ich jetzt mal auf meine alte Spielerzeit zurück. Da sah ich die alte Spielerkabine, obwohl das heutzutage nicht mehr ging. Gut. Und wir sind schon bei der letzten Frage angelangt, Lothar. Und die lautet, wie bei jedem Mal, unsichtbar sein oder fliegen können? Ja, unsichtbar sein. Warum? Ja, dann wäre ich ab und zu mal da drin, was auch, man schaut den Leuten ja nur vor den Kopf. Ja, und man weiß ja nicht, was dahinter passiert, dann könnte man auch noch mal hören, was so ist. Aber wir beide schön fliegen können auch. Aber wir loggen unsichtbar sein ein. Ja. Lothar, damit sind wir durch mit dem Lila oder Weiß in der Lothar-Ganz-Edition. Vielen lieben Dank für deine Zeit, mein Lieber. Und wir merken ja jetzt schon wieder, da sind so viele Anekdoten einfach drin, da könnten wir fast schon ein eigenes Format von machen. Vielen lieben Dank für deine Zeit und jetzt geht's übers Wochenende, glaube ich, weg, ne? Ja, eine Woche, aber ja, ich muss mit meiner Frau, wir müssen mal raus und ja, das Gute ist, dass ich da, wo ich hinfahre, auch über Magenta unser Spiel sehen kann. Sehr gut, dann wünschen wir eine schöne Urlaubszeit, Lothar. Ja, danke. Danke. Also, das war meine letzte Folge. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, wenn ihr Tobi sehen wollt, rechte Hand. Und wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, linke Hand.